Hallo Leute, ich bin's Betty und ich bin in einer wunderschönen Stadt, die ich mir heute zum ersten Mal angucke. Und das ist Dresden natürlich. Also kommt einfach mal mit, ich zeige euch mal, wie ich mir die Stadt angucke. Ich mache jetzt eine Stadtrundfahrt und nicht einfach eine langweilige Stadtrundfahrt, sondern mit einem Trabi. Also eigentlich sind es zwei und ich konnte mich nicht entscheiden, ob der oder der. Welchen findet ihr besser? Also ich glaube, ich nehme den. Leute, wie schön. Das ist unser erster Stop. Der Zwinger. Leute, ratet mal, was dort erfunden wurde. Ihr werdet niemals drauf kommen. Das Odol Mundwasser. Just to know. Und da drüben die Zahnpasta. Welche Zahnpasta? Chlorodont. Chlorodont Zahnpasta. Alle sind sie schüchtern. Alle schüchtern. Ach Leute, wie schön das ist. Ihre Werke präsentiert hat und interimsweise können wir jetzt hier Gemälde hängen, aber die, wie man sieht, diese grauen Wände, die sind nur temporär, also die werden dann wieder ausgenommen am Ende der Sanierung. So, eins, los! Nein, du bist schneller! Nein! Ja, genau! Ich fahre jetzt zum Styling, damit ich auch heute eine richtige Prinzessin bin. Und ich nehme euch natürlich wieder mit. Ich glaube, ich war noch nie so aufgeregt jemals beim roten Teppich. Es ist irgendwie was komplett Besonderes und mein Kleid hat ungefähr gefühlt 500.000 Milliarden Schichten. Und das ist einfach traumhaft. Eine Prinzessin. Im Fernsehen übertragen wird. For the first time in the history of this great ball, this opera ball, we will award a saint. Langteppich eines Weltorchesters. Ich sage
vielen herzlichen Dank der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter der Leitung des wunderbaren Dimitri Jurowski.